Hallo, heute zeige ich euch ein paar Spielereien mit einem Ball oder mit etwas anderem, das ihr gut werfen könnt. Du kannst dazu auch eine Bürste nehmen, so einen Tennisball wie ich habe, einen anderen kleinen Ball oder irgendetwas anderes, das gut in deine Hände passt. Das darf nicht zu leicht sein. Eine Klopapierrolle zum Beispiel, die wird sofort wegfliegen und die ist viel zu schwer zu fangen. Aber wenn es so ein bisschen ein Gewicht hat, dann geht's gut zum Werfen. Wir starten ganz einfach mit dem Ball in einer Hand. Du wirfst einfach ein bisschen rauf und runter. Und dazu kannst du auch schon zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt wechseln wir mal die Hand und probieren mit einer anderen Hand ein bisschen zu werfen. Und auch da kannst du wieder mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Etwas schwerer ist, wenn du anders zählen musst, zum Beispiel von 10 rückwärts. 10, 9, 8, 7, 6, Handwechsel. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt probieren wir es mal mit zwei Dingen gleichzeitig. Vielleicht hast du zwei gleiche Sachen, zwei Tennisbälle zum Beispiel, oder zwei unterschiedliche. Und wir versuchen gleichzeitig zu werfen. Und wenn du dann ein gutes Gefühl dabei hast, versuchen wir jetzt einmal die Wochentage aufzusagen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Als nächstes sagen wir mal dazu, mit welcher Hand du jetzt wirfst. Mit der rechten Hand rechts, mit der linken Hand links. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Probieren wir es einmal abwechselnd, und zwar so: rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Und das jetzt durchgehend. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Natürlich kannst du das auch in deinem eigenen Tempo machen. Wenn das jetzt zu schnell oder zu langsam für dich ist, kannst du es auch ganz alleine machen. Jetzt wird's komplizierter. Und zwar werfen wir jetzt den Ball von einer Hand in die andere. So hin und her. Und dazu sagen wir mal wieder, welche Hand wir gerade haben. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Links, rechts. Wenn das geht, zählen wir wieder mit. 1 rechts, 2 links, 3 rechts, 4 links, 5 rechts, 6 links, 7 rechts, 8 links, 9 rechts, 10 links. Da musst du jetzt schon ein bisschen mitdenken. Das kann ein bisschen komplizierter werden. Probieren wir es noch einmal. Jetzt fangen wir mit links an. 1 links, 2 rechts, 3 links, 4 rechts, 5 links, 6 rechts, 7 links, 8 rechts, 9 links, 10 rechts. Und ein bisschen komplizierter wird's noch, wenn wir rückwärts zählen, mit rechts beginnen. 10 rechts, 9 links, 8 rechts, 7 links, 6 rechts, 5 links, 4 rechts, 3 links, 2 rechts, 1 links. Wenn das jetzt gut genug schon geht, dann probieren wir es einmal mit zwei Sachen. Zuerst kannst du das einmal üben, ob das überhaupt funktioniert. Mit einer Hand wirfst du rüber und greif einmal nur mit der anderen nach. Du wirfst und greifst. Werfen und greifen. Wenn du höher wirfst, hast du mehr Zeit zum Greifen. Aber dann musst du natürlich auch genauer werfen. Weil wenn du darüber wirfst, den fangst du nicht mehr. Einmal werfen und weiter.
Und ganz gut ist es, wenn du es mit der anderen Hand auch schaffst. Das heißt, nicht nur in die eine Richtung werfen, sondern auch in die andere Richtung wieder werfen. In einem hohen Bogen hin und her. Du kannst auch die Sachen ändern, mit dem Ball werfen. Und wenn das recht gut geht, kannst du es noch ein bisschen schwerer probieren. Und zwar indem du beide wirfst. Eins wirfst du hoch und den anderen ein bisschen niedriger. Das heißt, hoch und niedrig, hoch und niedrig. Und auch da wechselst du wieder ab. Das heißt, du wirfst nicht immer mit der gleichen Hand, das wird dann so ausschauen. Weil du immer mit der gleichen Hand zuerst wirfst. Ich werfe jetzt immer mit rechts zuerst. Rechts zuerst. Sondern wechsel's ab. Rechts zuerst, links zuerst. Rechts zuerst, links zuerst. Und falls du es schaffst, dass du das wirklich gut kannst, dann versuchen wir es wieder mit rechts und links dazu sagen. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und natürlich können wir auch wieder mitzählen. Eins rechts, zwei links, drei rechts, vier links, fünf rechts, sechs links, sieben rechts, acht links, neun rechts, zehn links. Fürs nächste brauchst du jetzt Nummer 1 zum Werfen. Das heißt, ein Ball, eine Bürste, ein Spielzeug, irgendetwas, das du gut fangen kannst auch wieder. Wir probieren einmal den Ball um unseren Arm herum zu werfen. Das schaut dann so aus. Ball um den Arm herum. Werfen und wieder fangen. Und das probieren wir so lange, bis du es einigermaßen gut kannst. Bis du ein recht gutes Gefühl dabei hast. Es ist ja so, dass es mit einer Hand meistens viel leichter geht als mit der anderen. Aber es ist für dein Gehirn auch super, wenn du es mit der anderen Hand auch gut übst. Probieren wir es mal mit der anderen Hand. Das fühlt sich komischer an, fühlt sich viel schwerer an, aber wenn du gut übst, dann kriegst du auch da ein gutes Gefühl dabei. Und das ein paar Mal probieren. Das kannst du natürlich viel länger machen, als ich das mache. Ich habe das ja auch schon vorher probiert. Und wenn das mit den Armen gut geht, da und da, probieren wir es mal bei den Beinen, weil das geht auch. Wieder mit einer Hand Bein heben und rundherum werfen. Du kannst das Bein immer wieder auf den Boden geben oder du lässt es immer in der Luft. Einem Bein probieren wir es mal. Und natürlich auch mit dem zweiten Bein. Das heißt, Bein heben und werfen. Und das wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen anders anfühlen, schwerer. Und das ruhig üben, bis es gut hinhaut. Hui. Und auch da können wir wieder mitzählen. Zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bein, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Schwerer wird's, wenn du verkehrt zählst. Das heißt, 20, 19, 18, 17, 16. Und wenn die nächste Fünferzahl kommt, das heißt 15, 10 oder 5, alle Zahlen, wo wir eine ganze Hand brauchen beim Zeigen, dann wechseln wir. Das heißt, 20, 19, 18, 17, 16,
Wechsel, weil jetzt kommt eine Fünferzahl und zwar 15, 14, 13, 12, 11. Jetzt kommt wieder eine Kraft der Fünferzahl. 10, 9, 8, 7, 6 und letzter Wechsel. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt strengen wir unser Gehirn wieder mehr an und probieren das einmal mit den Wochentagen. Bei jedem Arm und bei jedem Bein ist eine ganze Woche. Das heißt, wir zählen viermal die Wochentage durch. Das ist dann so. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und die Monate haben wir in der Schule ja auch schon gelernt, das heißt, mit denen können wir es auch probieren. Probieren wir es einmal mit 3 Monaten bei jedem Arm und bei jedem Bein. Geht dann so. Jänner, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Damit wir auch wissen, wie viele Monate wir jetzt immer gehabt haben, sagen wir jetzt die Zahl dazu, die zum Monat gehört. 1 Jänner, 2 Februar, 3 März, 4 April, 5 Mai, 6 Juni, 7 Juli, 8 August, 9 September, 10 Oktober, 11 November, 12 Dezember. Und wenn du das schaffst oder das schon geschafft hast, dann echt großartig, weil das ist überhaupt nicht leicht. Das ist was super Schweres und wenn du das geschafft hast, dann kannst du wirklich stolz auf dich sein. Weil du kannst auch einmal deine Eltern fragen, ob die das schaffen. Aber wenn es dir noch immer nicht genug ist und du was noch Schwereres haben willst, dann probieren wir mal mit drüber werfen, drüben fangen und wieder zurückwerfen. Das schaut dann so aus. Werfen, fangen und zurückwerfen und fangen. Werfen, fangen und zurückwerfen und fangen. Bei den Armen geht das ja noch einigermaßen gut. Wirklich schwer wird das aber mit den Beinen. Weil du unten durchgreifen musst. Hui. Hups. Hups. Und auch das muss man eben üben, weil es nicht leicht ist. Und anderes Bein. Wenn du das geschafft hast, dann wow, echt wahnsinnig gut. Und zum Schluss machen wir noch ein bisschen was Einfacheres. Und zwar stellst du dich im Ausfallschritt hin. Den Ball, den lassen wir mal ein bisschen um den Fuß herum rollen. Einfach nur rollen lassen am Boden. Dann wirfst du den Ball einmal über den Fuß drüber und lässt ihn unten durchrollen. Werfen, rollen. Werfen, rollen. Werfen, rollen. Das ein paar Mal. Als nächstes nur so herumkreisen lassen, ohne werfen. Einfach nur kreisen lassen ums Bein und dann auch um den Oberkörper. Und zum Schluss noch einmal um den Kopf herum und fertig. Wir wechseln zum anderen Bein. Wieder am Boden kreisen lassen, aber diesmal versuchen die andere Richtung kreisen zu lassen.
dann, wenn du das gut kannst, weiter wieder werfen, fangen und unten durchrollen lassen. Werfen, fangen, rollen lassen. Dann wieder um das Bein herumkreisen lassen. Um den Oberkörper kreisen lassen. Und einmal um den Kopf herum. Ups. Und fertig. Wenn du das übst, dann bekommst du ein super Gefühl für den Ball. Das ist voll super und wichtig für Ballspiele in der Schule. Weil wenn du mit dem Ball gut werfen und fangen kannst und ein gutes Ballgefühl hast, dann machen dir auch Ballspiele viel mehr Spaß, weil du sie besser kannst. Und diese Übungen, die kannst du immer wieder mal probieren. Weil du wirst immer besser dabei, wenn du sie übst. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal.